Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Mein Name ist LocaZ und letzte Folge, ja, oder die letzten Folgen in diesem Fall werde ich mal das so sagen müssen. Hä, hey, warte mal, da bewegt sich was. Ist da? Ah, ist das wiederholbar, das mit Tafelwasser? Okay, na cool. Ja, ich sollte nämlich alles jetzt öffnen. Das ist jetzt mein Ziel dabei. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter der Sylph Company. Und willst gegen mich kämpfen. Warum? Ich bin doch nur ein kleines Kind. Josef. Schon mal überlegt? Na? Anscheinend nicht. Weil das ist eine schlechte Idee. Ja. Aber Level 35 Schnottmuck. Auch nicht mies. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass das überlebt. Sogar Volltreffer überleben. Not bad, not bad. Aber zweimal wert ist nix. Sorry. Ha, meine Tarnung ist wohl aufgeflogen. Das hätte ich davor so ein Kinder. Nicht nur ein Mitarbeiter der Sylph Company, sondern auch ein Mitglied von Team Rocket. Oh, warst du vielleicht der Doppelagent oder wie ist das? Moment, da war ich schon mal. Finale, ja, da war ich schon mal. Du hast den Teleporter schon mal verwendet, okay, gut zu wissen. Und sonst ist da nichts, ne? Gut, dann sind wir im ersten Obergeschoss fertig, ja. Schauen wir kurz an, was der Teleporter bewirkt. Irgendwo. Ach Gott. Wo bin ich? Fünftes. Okay. Jetzt gehe ich nämlich mit Struktur. Mir reicht's. Mir reicht's. Okay. Durchkämmen wir mal das zweite. Moment. Das zweite. Da war ja schon 10-mal gefühlt. Außerdem habe ich vergessen, wo jetzt Chef ist. Ah ja, das ist zweite, ja. Stimmt schon. Gut. So, die große Frage ist jetzt, welche Teleporter sind interessanter und welche nicht? Und welche Trainer habe ich noch nicht besiegt? Das ist die andere große Frage. Na gut, ich bin gerade im zweiten. Das heißt, das ist jetzt das dritte. Das ist nie und zwar ist auch eine andere Frechheit, aber okay. Die habe ich schon mal. Passt. Ah ja, du hast die versteckt. Genau. Kann ich mich erinnern. Da habe ich den Rest auch schon einmal gemacht. Ja, das ist okay. Oh Gott, in diesem Fall auf zum vierten. Ah ja, da war das. Eich, da brauche ich nicht entlang. Da unten habe ich dann auch wieder alles durchgekämmt. Okay, vierte ist es auch clear. Langsam glaube ich nämlich, dass ich wirklich durch bin. Okay, was haben wir im fünften? Ah, mit dir habe ich schon mal geredet? Nein, habe ich nicht. Nein, gibt's nicht. X-Spezial, Sweet. Team Rocket ist plötzlich aufgetaucht und hat die Kontrolle über das Gebäude an sich gerissen. Ja, aber... Ja, Weltherrschaft, klassisch. Hi, du. Das Team Rocket verraten. Verraten? Wieso? What? Achso, ich habe ja nur mein Quantum, genau. Richtig. Ich liebe dieses Quantum. Das ist eine gute Tarnung. Gute Tarnung. Ah, okay. Fünftes Obergeschoss. Da habe ich noch nicht so viel gemacht, glaube ich. Da kommt mir nichts bekannt vor. Hey, sind zusätzliche Trainer, zusätzliche EP, das schadet nicht.
besonders wenn dann nämlich der Arena-Kampf noch kommt und so. Dann ist es glaube ich nicht deppert. Golbat, na passt schon. Achso, Moment, wer ist denn mein Hauptkämpfer? Glaube ich, Uwa. In der nächsten Arena. Ich glaube, ja. Ah, Skolbat hat es überlebt. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Habe ich Alternativen? Okay, Bisaflor ist einmal Core-Alternative. Sparky ist okay, aber hey. Nico. Naja. Nicht zwingend. Ha! Huh. Na, gegen Psycho-Pokémon habe ich nicht sehr viel Gutes, muss ich auch dazu sagen. Warum Verräter? Du weißt nicht, wovon ich rede? Na, wer ehrlich und rechtschaffen ist, gilt für uns automatisch als Verräter. Ah, deswegen. Komische Logik, aber hey. AP Plus, passt da. Okay, da ist der Teleporter, den ich wahrscheinlich noch nie verwendet habe. Ah. Oh, eine der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Okay, sind drei von vier. Aha, du mit einem Mauzi. Na, Gemeinsamkeiten habe ich noch nicht entdeckt. Außer, dass es komplett gleich ausschaut. Wie alle anderen Rüppel auch, aber. Hey. Ach, ich glaube, das Mauzi überlebt nicht einmal Kopfnuss. Glaube ich. Ich probiere es einmal. Einmal probiere es vielleicht. Ja, ich hab's mir gedacht. Es ist nur ein Mauzi. Ein Radikal gibt es aber keine Gnade. Okay, jetzt wird es da noch weh, schon bald einmal Zeit für Level 40, auch für Uwa, weil dann ja, sind alle meine Pokémon Level 40. Das passt. Das passt sehr gut. Ja, was soll das? Sorry. Egal, meine Schwestern werden mich rächen. Naja. Meine eine Schwester, Winchu. Hilf mir doch jemand. Ja, ich bin Winchu da. Das ist ein Feigling. Boah, ist passiert. Oh, das ist ein Item. Super Trank. Ja, gut. Bingo. Yay. Top Schutz. Okay. Und? Hypertrank. Ja, Gott, warum nicht? Warum nicht? Gott, du kommst da noch dran glauben. Weißt du, das gemeine Präsident will mich doch tatsächlich in die Filiale von. What the heck? Ponayatunguska versetzt? Was? Wohin? klärt mir jemand auf. Hä? Pontayatunguska? Na, ich bin mit meinem Latein am Ende. Na, hab ich noch. Na gut, Rock, tu dein Ding. Das gibt's ja nicht. Wo war das? Ha, keine Wirkung. Ah, Moment. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich glaube, da. Ja, wisst ihr was? Da mache ich diesmal Tarnsteine Plus. What the heck? Wie viel Schaden? Oder? Ich hab glaub, ich hab Zeit. Ich hab gedacht, Boden gegen Stahl ist gut. Hab ich mir gedacht. Hab ich irgendwann einmal was verpasst? Weil das war jetzt gerade sehr effektiv, oder?
Ha, muss ich mir noch später nachlesen. Na gut, die Magnetilos sterben trotzdem. Vom Magneton habe ich ein bisschen Angst, falls es kommt. Magma. Auf dem habe ich keine Angst. Da wechselt es sogar nochmal. Einfach, das ist garantiert Outspeed und passt schon. Außerdem nimmt es jetzt einen Haufen Schaden. Ein Viertel. Nice. Kommt sogar knirschen. War sogar wurscht. Na gut, Magma ist down. Sehr gut. Wie deprimierend. Oh. So, jetzt sag nur mal, wo hier? Ponajatunguska. Ponajatunguska. Na. Ja, okay. Du dein Ding. Wo bin ich gerade? Fünftes, gell? Das check ich zuerst, bevor ich da den Teleporter nehme. Ja, fünftes. Weil irgendwas sagt man, dass der Teleporter ein guter Teleporter ist. Also irgendein ganz ein böses Gefühl. Aha, na, da war ich schon. Eindeutig. Das hätte er jetzt irgendwas mit mir angestellt. Wo bin ich gelandet? Drittes, okay. Ja, gehen wir einfach auf sechste und funktioniert schon. Das ist dann 5 und 6. Passt. Ah, und da gibt es Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Sehr gut. Hi du. Ich fände es schrecklich, wenn diese Gauner von Team Rocket, die Silph Company oder die Pokémon einfach so herumkommen könnten, wie es ihnen passt. Ja, das machen sie aber gerade, aber... Oh, die letzte der 4 berüchtigten Team Rocket-Schwestern. Sehr gut. Das heißt, wir haben schon relativ gut diese... Ach Gott, Voltoball. Diese Basis durchkämmt. Das ist immer ein Vorteil. Aber Voltoball... Ah. Ah, das hat irgendeine Elektroattacke. Ich muss mit Rock... Und es sitzt zwar 100%ig, das andere war idiotisch. Warum Finale? Ich verstehe das nicht. Ich muss nicht attackieren, das ist wieder der Vorteil, aber warum? Ja, ja, Lage brenzlig, ist schon gut. Voltoball. Na, ich bleib. Obwohl, ich glaube, es kann mich töten. Ultraschall. Das reicht. Finale. Finale reicht nicht. Nope, nope, nope. Ultraschall, das reicht sogar. Ah. Na gut. Level 41 für The Rock. Erdbeben ist fehlgeschlagen, weil kein Gegner da ist. Ugh. Ah, Sternschauer. Ah ja, es wird brenzlig, aber... Geschafft ist geschafft. Living on the edge, sozusagen. Tut mir leid, Schwestern. Ja, sorry. So. Na, das wird nix. Deine Schwestern kennen die nicht mehr richtig. Ich hab alle 4 gemacht. Hey, Drachenpuls. Not bad. Aha. Ich will den Teleporter ausprobieren. Slice. Ah, das ist da. Da war ich schon mal. Ich weiß nicht, welcher Geschoss das ist, aber unter dem Trainer war einmal ein Nugget. Das weiß ich. Ah, da war ich schon mal. Ah, ich gehe irgendwann.
Jetzt bin ich gefeilt. Ja. Können wir vorbeischleichen, ja? Na, ich will es ausprobieren. Haha, dachtest du etwa, ich arbeite für die Sylph Company? Nö, hab ich mir nicht gedacht. Ich hab grad gesagt, kann ich mich vorbeischleichen? Anscheinend nicht, aber hey, was ist? Na gut. Schön langsam haben wir alles durchkämmt. Schön langsam. War nicht ganz, aber bald. Beten, das vergiftet. Ah, nicht einmal. Wow. Ah ja, ich gehe jetzt übrigens jetzt für alle restlichen All Out. Das ist richtig, Full Power. Hey, und? Uwa, Level 40, endlich. Und ein Magneton? Ah, schwarz im Song. Ja, Rock. Ich probier's, aber... Ja, komm auf den Speedo. Ist der Rock schneller, dann schaut's gut aus, sonst... Nicht. Blöd gesagt, aber ja. Nein! Ich wollte es probieren. Ja, dann, Herbert? Macht. Das macht Herbert. Passt. Mit einem Blättertanz. Also, mit zwei Blätter tänzen, aber okay. Oh! Spezialverteidigung sinkt. Sehr interessant. Ja, Lichtkanone. Eine ziemlich interessante Attacke für Stahl-Pokémon. Und so viele Stahlattacken gibt's in dem Spiel ja nicht. Also, finde ich das sehr interessant. Ah, Spezialangriff plus. Nice. Es sind die Pokémon ausgegangen. Ich weiß. Komm trocken hinter den Ohren, mal schon ein begabter Trainer. Dankeschön. AP Plus? Okay. Der Trip hat sich auf jeden Fall rastet, weil AP Plus ist nie schlecht. Ich erzähle keine. Nein, gehör nicht zu. Ja. Lapras, okay. Trip hat sich ausgedreht. Pass gut auf es auf. Dankeschön. Okay. Dieses freundliche Pokémon besitzt ein sanftes Gemüt und versteht die Sprache der Menschen. Auf seinem Rücken trägt es sie über das Meer. Okay. Ja, ein Lapras, warum nicht? Sag ich nicht mehr. Und das Thunderbomb. Okay, cool. Die Rocket ist hinter dem Pokéball her, mit dem man garantiert jedes Pokémon fängt. Mhm. Diese Meisterbälle, da bin ich gerade auf der Suche. Ein bisschen. Ich bin gerade im 7, oder? Na, 6. Ich hoffe, dass ich schon im 7 bin. War ich da schon? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde eher mal kurz heilen, weil der Rock, dem geht's gerade nicht gut. Simon muss ich nachher noch durchmachen. Ja, na, das Cleanup mache ich in der Folge noch. Weil, ja, so viel ist jetzt auch nicht mehr. Und ja, das ist schon. Drei, das ist schon drei. Okay, da war ich schon mal, anscheinend. Da war ich anscheinend auch schon mal. Habe aber das übersehen, oder wie ist das? Habe ich mit dir schon mal geredet? Komm, los. Ha, irgendwas sagt mir, dass ich mit dem schon mal geredet hätte.
Dort nördlich bin ich auf jeden Fall schon mal gegangen. Oder eine noch nicht. Aha. Naja, also der Weih stolziert sich schon sehr viel herum. Ich bin gerade dabei, alle Trainer zu vernichten. Also, alle. Ob der Elektroball mich daran hindern kann, ist eine andere Frage, aber... Schauen wir mal. Na gut, ich glaube, dieser Job für Rock. Ah, und schon langsam ist es soweit, dass sogar mein Starter das schlecht leveligste Pokémon ist. Ah, wild. Oh, Reflektor, gute Taktik. Genau das, was du gerade brauchst. Ob es was bringt, ist eine andere Frage, aber theoretisch ist Reflektor nicht schlecht. Es reicht trotzdem nicht, aber gut taktiert. So, jetzt weiß ich aber, dass Reflekt. Oh, Sparky Level 41. Das Reflektor auch unterwegs ist, heißt, da kann ich ohne Probleme rundherum arbeiten. Kannst du noch eine Kampfattacke? Ich hab's vergessen. Ja, Durchbruch, da ist. Es wird immer wieder Zeit für einen Einsatz. Sparky, gib ihm. Okay, Durchbruch. Weg mit dem Reflektor. Sweet. Hat schon seinen Grund, warum ich auf Sparky Kampfattacke auch drauf hab. Oh, verloren? Leber, okay. Und damit würde ich aber auch sagen, dass das siebte Obergeschoss auch fertig ist. Ja, ich sehe nichts mehr. Ich war gerade im siebten, ja, passt. Ach, das nehme ich mal ganz kurz, wenn das fertig ist. Ich werde trotzdem kontrollieren. Da war ich schon mal. Da links ist das Ganze. Nein, brauche ich nicht. Passt. Neuntes. Habe ich schon. Scheint so, als hätte ich es. Und zehntes ist eben Boss-Ebene, da weiß ich, dass ich es habe. Tja. Es schaut so aus, als wäre ich durch. Falls ich was vergessen habe, werde ich vielleicht irgendwo ganz viel später dahin wieder zurückkehren. Wie schaut's mit meinem Team derzeit aus? Der Rock ist leicht ungeschwächt. Ja, gut. Ist fast zu verkraften, aber ich gehe einfach auf Nummer sicher, wär's. Kommen wir heftiger Kampf. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann dementsprechend ja, Giovanni 2.0 sozusagen angehen. Und das Ganze drumherum. Aber somit bedanke ich mich bei euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und fertig.